Der Globus dreht sich und geht nicht entzwei, schrieb Erich Kästner in den 1920er Jahren. Trotz schwieriger Zeiten auf den Finanzmärkten verzeichnet die Volksbank Pirna EG auch für das vergangene Geschäftsjahr einen Erfolgskurs. Bei der Vertreterversammlung in der Bogenschießhalle Lohmen legte Vorstandsvorsitzender Dr. Hauke Hensel vor gut 200 Mitgliedern und Gästen die erfreuliche Bilanz offen. Wir haben über 700 Neukunden gewonnen. Das ist, glaube ich, ein Beleg dafür, dass die Kunden uns vertrauen, dass man uns wahrnimmt in der Region. Das, was wir tun, das, was wir auch für die Region schaffen. Und das macht mich stolz, das macht Spaß. Und ich hoffe, dass wir auch weiter Kunden gewinnen können und so auch die Substanz der Bank weiter mehren können. Erstmals bediente die Volksbank Pirna zum Abschluss des Geschäftsjahres 2016 mehr als 30.000 Kunden. 22 Millionen Euro Kundengelder mehr wurden ihr anvertraut. Seit 2002 erweiterte sich der Kundenkreis um knapp 12.400 Neukunden. Auch bei der Mitgliedschaft gibt es einen neuen Rekord. Die 8.000er-Marke wurde geknackt. Mittlerweile vertrauen 8.281 Miteigentümer der Volksbank. Vertrauen spielt überhaupt die größte Rolle. Ich bin jetzt 15 Jahre hier in Pirna, Vorstand bei der Volksbank in Pirna. Und es war für mich eine beeindruckende Zeit. Wir haben mit den Mitarbeitern zusammen, glaube ich, eine fulminante Entwicklung genommen. Wir haben die Bilanzsumme fast verdreifacht. Wir haben das Kreditvolumen vervierfacht. Und wir haben so motivierte, so engagierte, auch so emotional mit der Bank verbundene Mitarbeiter. Für jeden Gewerbetreibenden, der es wünscht, will die Volksbank auch in der Zukunft da sein. Ob das Gastwirte sind, Hoteliers sind, ob das der Bäcker ist oder auch das größere Industrieunternehmen. Wir sind für die da, wir sind nicht wie vielleicht eine Großbank, die bestimmte Branchen ausschließt, sondern wir sind da in der Region verankert, wissen, was für die Region gut ist und versuchen die natürlich mit der Finanzierung der Unternehmen auch zu stärken. Wir auch als DEHOGA Regionalverband profitieren davon. Die Volksbank unterstützt uns zum Beispiel bei der Gewinnung von Berufsnachwuchs, also ganz konkret mit einem finanziellen Beitrag, dass wir da unterschiedliche Aktionen fahren können oder auch bei unserer Durchführung der kulinarischen Wochen. Im Vorstand freut man sich über das ungebrochene Vertrauen zwischen Kunden und Bank, trotz regnerischer Lage in der Finanzpolitik. Vorstand und Aufsichtsrat fanden hierzu deutliche Worte. Ich denke, dass die Politik derzeit wirklich fast hilflos agiert, dass die EZB-Politik mit der politisch bewusst gesteuerten Niedrigzinspolitik versucht, die Südstaaten zu entschulden. Ich glaube aber, das ist für uns hier in Deutschland eine ganz gefährliche Politik, weil die Folgen, die mittelfristigen Folgen gravierend sind und dies auch mittelfristig auch zu einem Scheitern des Euro führen kann. Die EU ist eines der wichtigsten Errungenschaften, die wir geschafft haben in den letzten Jahrzehnten. Aber der Euro wird, wenn man in dieser Form weiter Politik betreibt, wird daran zugrunde gehen. Das Niedrigzinsniveau bereitet uns sehr viele Schwierigkeiten. Wir sammeln Geld ein, die Mitglieder bringen uns Geld, die Kunden bringen uns Geld. Wir müssen es zinsbringend anlegen, möglichst eine Spanne haben dazwischen oder müssen eine Spanne haben dazwischen. Das wird zunehmend schwieriger. Und um trotzdem weiter im Geschäft zu bleiben, weiter Gelder entgegennehmen zu können, haben wir uns nach neuen Geschäftsfeldern umgeschaut. Mit der im September 2016 aufgelegten Goldwelt setzt die Volksbank Pirna EG auf ein zukunftsträchtiges Geschäftsfeld. Krisensicher und wertstabil. Zahlreiche Kunden erwarben bereits Gold oder Silber im Wert zweistelliger Millionenhöhe. In allen Geschäftsfeldern kann die Volksbank sehr gute Zahlen vorweisen. 3 Millionen Euro Gesamtgewinn waren es 2016. Alles hat die Genossenschaft in Gemeinschaft erreicht. Es ist ein Geben und Nehmen und das ist genau das, was die genossenschaftlichen Gedanken ausmacht, so wie es ursprünglich mal gedacht war. Und ich denke, das haben wir uns bewahrt und ich hoffe und wünsche und ich möchte einiges dafür tun, dass es auch in Zukunft so bleibt. Dr. Thomas Gischke wurde einstimmig als Aufsichtsratsvorsitzender wiedergewählt. Für den aus dem Aufsichtsrat ausgeschiedenen Tim Lochner rückte Henrik Schulz auf. Vorstand wie auch Aufsichtsrat wurden entlastet. So geht es in die Zukunft, ohne Illusionen, aber mit dem nötigen Mut. Ich bin optimistisch, dass mit unserem Vorstand, den wir begleiten dürfen, auch die kommenden Jahre, egal in welchem Szenario, erfolgreich gestalten werden. Was ist besser, korrupte Präsident oder wenn Land gehört Bank? Den passenden schwarzen Humor brachte eine gewisse Olga Geheimnikova mit. Und ein Fünkchen Wodka-seligen Weltschmerzes. Es geht darum, aufzuklären die Leute, was ist normalerweise von Presse gesagt. Die ganze Russland-Bashing und Russophobie. Und was habe ich herausgefunden von Geheimdienst, was ist Wahrheit
Und was wollen Amerikaner und was wollen Russen? Ja, und wenn deine Katze ist verschwunden, Putin hat gefressen. Natürlich steckt hinter der rassigen Russin Kabarett-Urgestein Lisa Fitz. Ihre Olga steht für eine neue Form der Kunstfreiheit. Figuren dürfen mehr sagen und der Zuhörer hat trotzdem immer, also man darf mehr sagen und der Zuschauer trotzdem den Abstand, weil er sagt, naja, das ist ja die Russin, die das sagt. Wer weiß, was die Frau Fitz denkt. Also kann man in die Figuren die Putzfrau schlüpfen, in die Journalistin, in die CSU-Abgeordnete und am Schluss als Lisa kommen und alle und die Leute machen sich ihre eigenen Gedanken und sind dann auch freier und ich auch in der Äußerung. Probleme auf Erde. Wir brauchen Männer mit Herz und Weitblick.